Hallo und willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal von der Firma Maestro den Street Trooper vorstellen und zeigen, was man damit alles machen kann. Bis gleich. So, bevor es gleich losgeht, wollte ich euch nochmal die Batterien zeigen. 6 Stück kommen in das Fahrzeug rein. 6x AA, wie ihr sehen könnt. Und 2 in die Fernbedienung. Hier kommen die Pfeile rein. Ist auch ganz leicht gemacht. Ihr müsst sie einfach nur reinschieben. Und hier ist das heiß begehrte Teil. Der Roboter, der sich in ein Auto verwandeln kann. Hier ist die Fernbedienung dazu. Ich zeige euch das am besten mal. Ihr müsst einfach hier nur drauf drücken. Cool, oder? Ihr könnt vorwärts fahren und rückwärts drehen. Und natürlich auch schießen. Cool, oder? So, dann wollte ich euch nochmal die Pfeile zeigen. Das sind sie. 6 Schuss habt ihr insgesamt. 3 Ersatzpfeile wurden mitgeliefert. Einzige, was ich schade finde, die haften nicht am Spiegel. Also wenn ihr die randrückt schon, aber mit dem Schießen, da müsste ein bisschen mehr Power sein. Naja, was will man mehr? So Freunde, das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Tommy. Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal von der Firma Maestro den Stormtrooper, den Street Trooper vorstellen. Schaut doch mal. So, dann habe ich das schon mal soweit vorbereitet. Hier ist das gute Teil. Hier ist die Fernbedienung. Oh, ich habe aus Versehen schon mal geschossen. Hier ist der Knopf zum Verwandeln. So, dann wollen wir mal gucken, wie standhaft das Teil eigentlich ist.